High-End-Lackierung mit Klavierlack-Finish ist heute unser Thema. In der Serie Besuch beim Profi besuchten wir den gebürtigen Schweizer Jörg Ecker, der jetzt in Salzburg seine Firma Oldtimer Meisterlackierer betreibt. Eingeladen wurden wir, um ein besonderes Projekt zu begleiten. Das ist ein Bentley S1, Baujahr 56. Und der Aufbau wurde von der Londoner Karosseriemanufaktur James Young mit Flugzeugaluminium ausgeführt. Nur 25 Fahrzeuge entstanden insgesamt. Die allerersten Vorbereitungen sind aber Sache des Karosseriebauers. Seine Aufgabe ist es, das gesamte Aluminiumkleid des Bentley in einen absolut glatten Zustand zu bringen, um unnötiges Auftragen von Ausgleichsmaterialien zu vermeiden. Danach wird die gesamte Karosserie das erste Mal mit einer Dickschicht Epoxygrundierung grundiert. Diese muss dann 4 Wochen auf natürlichem Weg trocknen. Ich sage immer, wenn wir ein Teil haben, wie wir es da sehen, wir schleifen immer auf Null runter. Also wenn ich da auf dem Blech bin und ich bin hier auf dem Blech und da noch nicht, dann kann ich nicht mehr weiter schleifen. Und der Oldtimer Meisterlackierer erzählt uns, dass jedes Auto von ihm nur per Hand geschliffen wird. Und genau das schauen wir uns jetzt am vorderen Kotflügel an. Man sieht jetzt schon, wenn man beginnt mit Schleifen, dass da die Unebenheiten sichtbar werden. Also das, was dunkel ist, das ist noch... Und geschliffen wird so lange, bis er auf Null ist, das heißt, bis er ganz unten am Blech ist. Dann muss wieder neues Material aufgetragen werden und der Vorgang wiederholt sich. Und Rundungen in der Karosserie sind ohnehin eine große Herausforderung. Ich fahre dann einmal in die Richtung und dann im Gegenzug fahre ich in die Richtung. Der Bentley wird jetzt in den kommenden Wochen noch mehrere Male geschliffen und wieder grundiert und geschliffen, bis eben eine perfekte Oberfläche vorhanden ist. Nach 3 Monaten haben wir Jörg Ecker wieder besucht und wir wurden mit der Auslieferung eines 356er Porsche empfangen. Das Ergebnis ist einfach der Wahnsinn. Man kann das nicht anders sagen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Das ist Spiegelglanz ohne Wenn und Aber. So, wir gehen jetzt aber wieder zu unserem Bentley, der bereits in der Lackierkabine auf seinen Füller wartet. Ja, jetzt sehen wir beim Bentley. Jetzt ist die Form, die Konturen, die Flächen, ist alles fertig. Also wir haben das Auto jetzt so weit bearbeitet, dass alles stimmt. Jetzt kommt noch ein Füller drauf, einen schwarzen Füller, und das ist die letzte Schicht vorm Lackieren. Das heißt also, die Oberfläche ist in ihrer Vorbereitung fertig und vollkommen plan. Die Vorarbeiten für den Füller sind hiermit perfekt. Die Übergänge, das ist alles so, wie es sein muss. Es hat jetzt natürlich Kleinigkeiten noch, wo aber der Füller schluckt. Wunderschöne Formen zum Bearbeiten. Also ich liebe sie. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Der Bentley wird ja unten in Silber lackiert und wir erfahren dabei sehr Interessantes. Ich muss die Türen im eingebauten Zustand lackieren, weil ich sonst einen Farbtonunterschied habe. Obwohl ich es im gleichen Prozess, in der gleichen Kabine, mit dem gleichen Material lackiere, wenn ich jetzt eine Tür nehme und hier draußen lackiere, und dann den Kotflügel separat lackieren, habe ich einen Farbunterschied. Wie gibt's das? Das ist so. Es ist einfach so. Das geht gar nicht anders. Weil ein Hauch von mehr Silber, weniger Silber, ein bisschen weiter weg, der Abstand, da verändert sich, da legen sich die Pigmente, die Aluminiumpigmente legen sich anders hin. Und ich habe einen Unterschied. Das ist ja immer die Problematik, wenn ich Kunststoff oder Aluminium oder Blech habe, dann ist die statische Aufladung anders von dem Substrat. Entsprechend habe ich einen Farbtonunterschied. Während wir noch ein letztes Mal den Blick auf die berühmte Couchlinie des Londoner Karosseriebauers James Young richten, hat Jörg Ecker nun den schwarzen Füller vorbereitet und beginnt diesen aufzutragen.
Das Füllermaterial dient jetzt nur mehr dazu, um die letzten dünnen Schleifspuren des 240er Papiers abzudecken. Nach einer erneuten Trocknungsphase wird die Oberfläche wieder mehrfach geschliffen, und zwar bis zur 600er Körnung. Das ist dann die Basis für den Endlack. Der Oldtimer-Meisterlackierer hat in der Zwischenzeit den schwarzen Füller geschliffen und den Bentley S1 mit dem schwarzen Endlack lackiert. Der Endlack wurde erneut geschliffen und weist nun eine matte Fläche auf und ist bereit für den Klarlack. Vorher muss der Bentley aber unterhalb der Couchlinie noch mit dem Original Bentley Silber lackiert werden. Danach wird auch hier der Klarlack aufgetragen. Der heutige Prozess wird am Ende 5 Stunden in Anspruch genommen haben und wir zeigen Ihnen die Schritte nun im Zeitraffer. Das Bentley Silber trägt Jörg Ecker in 2 Durchgängen auf. Der Profi erkennt nach dem ersten Durchgang sofort, wie er mit dem zweiten Durchgang umzugehen hat. Am Ende ist die Deckung Silber auf Schwarz bei 100%. Nachdem die zweite Deckschicht des Bentley Silber aufgetragen ist, werden nach kurzer Ablüftzeit die Schwarzabdeckungen wieder entfernt. Natürlich müssen auch alle Abdeckbänder und Kurvenbänder weg, denn jetzt geht es darum, den Klarlack aufzubringen. Du bist jetzt eigentlich in der Endphase. Genau, jetzt bin ich in der Endphase, jetzt werden wir den Klarlack anmischen und jetzt kommen 2 Schichten Klarlack drauf. Also eine Schicht auf, dann ein paar Minuten warten und dann kommt die zweite Schicht. Damit kann ein viel feineres Spritzbild aufgetragen werden und er kann mit 2 Durchgängen auch mehr Material aufbringen. Das braucht er am Ende, denn das Fahrzeug wird ja zum Schluss nochmal eingeschliffen und natürlich mehrfach poliert. Nur so ist am Ende auch der gewünschte und geforderte Klavierlack zu erzielen. Jetzt schauen wir uns eine Ganzlackierung mit dem Klarlack des Bentley S1 an. Die Schicht Klarlack ist nun aufgebracht und das Ergebnis ist jetzt schon verblüffend. Wenn man sich vorstellt, dass jetzt noch eine zweite Schicht Klarlack darauf kommt und danach der Lack erst eingeschliffen wird, so freuen wir uns schon auf den nächsten Besuch, denn dieser Lack muss nun 1 bis 2 Wochen trocknen. Schon wieder. Das letzte Mal. Du hast aber das Auto jetzt schon fertig gemacht. Du machst jetzt nur noch eine Stelle noch für uns, damit, genau, damit wir das demonstrieren können, wie dieser letzte, der allerletzte Schliff ausschaut. Ich würde das ganz kurz zeigen an einem. Und Jörg Ecker beginnt mit einem 2000er Nassschleifpapier. So, ich habe jetzt da so einen halbharten Schleifklotz genommen. Mit dem kann ich die Rundungen super gut schleifen. Und das ist dann so, dass ich einfach immer ein bisschen Wasser dazugebe und das Ganze einfach einschleife. Das Schleifergebnis ist hier gut zu sehen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Lack nun mit immer feineren Schleifpasten und Schleifpads aufpoliert. Ich habe den runden Weichenschwamm, wo ich die runden Flächen polieren kann. Dann habe ich Schwämme, wo eine scharfe Kante haben, mit denen komme ich dann in die Sicken eine und da nehme ich natürlich entsprechend eine harte Aufnahme, so dass der Schwamm nicht nachgibt. Also das ist also ein bisschen eine Wissenschaft, bis man das herausgefunden hat. Ich verwende
ungefähr 6 verschiedene Schwämme. Und zwischen den einzelnen Schritten muss natürlich immer kontrolliert werden. Dann ist eigentlich die Kunst an dem ganzen Aufpolieren ist noch, wie viel Druck gebe ich beim Polieren und wie lang bleibe ich auf der Stelle, sodass der Lack warm wird. Und nein, in der Sonne wird natürlich nicht poliert, das ist nur für unsere Aufnahmen hier. Man sieht, jetzt wird das schon viel, viel glänziger wie vorher. Ja. Jetzt kommt der dritte Schritt, das ist dann die Anti-Hologramm-Politur. Das mache ich nicht mehr, poliere ich nicht mehr rotativ, das poliere ich exzentrisch, wenn das besser geht, wenn dann das Resultat einfach besser ist. Und da nehme ich jetzt auch einen speziellen weichen Schwamm dazu. Ja, und am Ende muss man einfach sagen, das Ergebnis ist magisch. Eine spiegelglatte Oberfläche, selbst in den schwierigen Rundungen, das ist schon eine richtige Meisterleistung, die seinesgleichen sucht. Wir sehen dich im Spiegelbild. Ja, so soll es sein. Das ist ja das, was mir unglaublichen Spaß macht, wenn ich ein solches Fahrzeug wieder aufbereiten darf, die ursprüngliche Lackqualität nachbilden darf. Das ist das, was mir eigentlich, nicht eigentlich, das taugt mir unglaublich. Also ich mache das unglaublich gern. Wir sind nun nach 6 Monaten am Ende angelangt. Herzlichen Dank, lieber Jörg, für die Einblicke und Gratulation zu diesem perfekten Ergebnis. Herzlichen Dank und eine schöne Zeit euch.